Also ich finde das Projekt selber gut, weil den Kindern so mal die ganze Praxis der Politik, der Konsensfindung und solche Sachen näher gebracht wird. Dass auch meine Vorschläge auch gut sein können. Dass man sich so fühlt, als wäre man selbst ein kleiner Politiker. Ich habe jetzt den Kinderrat schon in Engelbostel gesehen und habe erwartet, dass es ganz viele nette Kinder gibt, die total Spaß haben, mal Politik kennenzulernen. Und ich bin jetzt auch ganz überrascht, was für nette Politiker aus Krähenwinkel hergekommen sind und wie ernsthaft ihr alle diskutiert. Und dass sie eben auch für ihre eigenen Argumente dann einstehen müssen, wie sie sie vertreten können und solche Sachen. Das Projekt finde ich ganz toll, dass ihr euch jetzt schon mit Politik befasst und kann das nur unterstützen. Die Zusammenarbeit mit den Kindern ist klasse. Ihr habt mir ganz viel Spaß gemacht in der Sitzung, in der Diskussion und ja, klasse, einfach toll. Ich habe beim Kinderrat gelernt, dass, dass es Abstimmungen gibt, also dass die Mehrheit dafür sein muss, wenn etwas beschlossen wird. Ich fand es sehr bunt und sehr lebendig, manchmal ein bisschen chaotisch, aber auch ganz konstruktiv. Also ich war sehr beeindruckt, wie viele gute Beiträge von den Schülern gekommen sind und wie gut die schon argumentieren können. Die Schüler haben sehr konzentriert zusammengearbeitet. Ich hoffe, dass die Kinder alle was davon mitnehmen und sich wirklich für Politik dann später mal interessieren. Meine Erwartungen an das Projekt sind mehr als erfüllt worden, weil ihr habt in einer Ratssitzung unglaublich toll miteinander diskutiert und genau das sollte das Projekt bewirken, dass ihr euch mit den Themen der Stadt Langenhagen auseinandersetzt und das habt ihr ganz hervorragend gemacht.